Sie ist schon angeschnallt. Ich noch nicht. Geht jetzt los. Ja, geht mal wieder los und damit auch herzlich willkommen wieder bei Avantia on Tour. Wir stehen noch zu Hause vorm Haus. Und was haben wir heute eigentlich? Den 29. Nee, den ich würde sagen, wir haben 30. den 30. Ne? Weil morgen ist Silvester. Stimmt. Und wir wollen einfach mal für 2 Tage hier abhauen. Von dieser ganzen Böllerei hier weg. Weil hier tut man ja Silvester kein Auge zu. Und wir haben die weiteste Anfahrt heute zu einem Treffen. Ich glaube, 5 Minuten, 10 Minuten sind wir da. Da treffen wir uns dann mit einem Abonnentenpärchen aus Thüringen. Die sind im Moment im Rheinland unterwegs. Und alles Weitere machen wir dann im Video. Also, auf geht's. Was a story to be told, and I would say it all. Oh, if I was a fire, a burning light, and I would break into the night. Come to me, come tell me how I'm wired. I know I'm about to be set on fire. Come to me, come tell me why I reach for the sky when I fear the night. You touch me, widen me, and you're making me feel strong yet weak, calling me to the great and unreal. You So, wir gehen jetzt hier mal so langsam zum gemütlichen Teil über. Da war den Christian, Antonia und die Nadine. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Da hinten noch schön, dass das geklappt hat. Ja, sehr schön. So, die nächsten 1-2 Tage hier. Wir hatten ja eine Wahnsinnsanreise. Ich habe es ja eben schon gesagt. 5 Minuten waren wir hier. Ja, für den Rest des Abends. Wir gucken mal, ob wir nachher noch was kochen oder was du kochst. Ich? Ja. War ein Versuch wert. Ja, du weißt, du kochen, ich backen. Richtig, genau. Also, bis später. Also, die erste Schlacht wäre jetzt geschlagen und jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwas in den Bauch kriegen. Ich habe heute ein bisschen Geld ausgegeben. Zeige ich euch noch irgendwann in einer anderen Sache mal. Guck mal, ist die nicht niedlich? Die ist putzig. Ich fand die geil. Musste ich unbedingt haben. Werden wir morgens das erste Mal richtig steigen lassen. Und jetzt gibt es ein paar Nudeln mit Soße. Und die Nachbarn sind auch drüben am Kochen. Und dann gibt es nachher noch einen Absacker hier bei uns. Tja, also ich glaube, das muss ich nicht großartig filmen. Das kennt jeder, wie man Spaghetti Bolognese zubereitet. Also da gibt es auch kein weiteres Video zu. Also ich mache das mit Tomatenmark und irgendwie hier so ein bisschen noch mit gehackten Tomaten. Und das wird jetzt einfach alles zusammengeschmissen und dann umgerührt, bisschen gewürzt und dann ist gut. No? Kann man so machen. Wieder viel zu viel, wie immer.
Ich kann einfach keine kleinen Portionen. Aber. Ey! Ja, wir sind ja. Ja, wir stehen ein bisschen schief, glaube ich. Aber egal. Ich glaube, das kann man so mal lassen. Ja. Oder? Da hinten? Boah, das haut die LED-Leuchte da voll rein. Aber es geht. Ja, auch hier wieder ein Hoch dem griechischen Landwein. So, den italienischen Nudeln. Naja. Fällt ja so nicht auf. Das auf jeden Fall. Nebenan gibt es auch Nudeln. Und nach dem Essen setzen wir uns dann wieder hier ein bisschen gemütlich zusammen. Ja, einen schönen guten Morgen aus Anhausen. Ja, ihr fragt euch, warum stehen wir jetzt hier mitten im Ort? Da hat jemand gestern vergessen, die Brötchen, die Aufbackbrötchen hier in den Avanti reinzuräumen. Und derjenige darf dann jetzt mal gerade da drüben zum Bäcker laufen. Und ich kann eins verraten, ich hab's nicht vergessen. Nee, ansonsten ziemlich ruhige Nacht gehabt, alles gut. Bisschen viel Whisky gestern Abend, aber jo, wir müssen ja ein bisschen auch üben für heute Abend, wenn dann Silvester ansteht. Ne? Von daher, ja, werden wir jetzt gleich erstmal frühstücken und dann schauen wir mal, was wir hier heute noch so treiben. Ja, wir sind ja hier in dem Video mal in Neuwied, also in meiner Heimatstadt unterwegs. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit, um euch mal so ein paar schöne Ecken in Neuwied zu zeigen. Ja, nennt es touristische Highlights, wie auch immer. Einfach Dinge, die man, wenn man hier in der Region ist, einfach mal gesehen haben sollte. Und da nehme ich euch jetzt mal mit auf eine kleine Rundreise nach Neuwied und rund um Neuwied. Und wir sehen uns dann irgendwann hier oben wieder. Also, bis später. So, da sind wir. Ja, man weiß gar nicht, mit welchem Wahrzeichen man tatsächlich in Neuwied anfangen soll. Wir haben so einige. Hinter mir beispielsweise seht ihr schon mal die Raiffeisenbrücke. Ja, die praktisch da hinten Weißen Turm mit Neuwied verbindet. Kurzer Schwenk nach rechts. Da haben wir dann den Pegelturm. Und ja, jetzt fragt ihr euch natürlich Pegel, wieso Pegel hier am Rhein? Das ist schon mal ganz einfach, klar, um zu gucken, wie läuft das Ganze bei Hochwasser. Wir haben jetzt seit neuestem in diesem Pegelturm tatsächlich auch wieder eine Pegelanzeige. Die hat es Jahrzehnte hier nicht gegeben. Also wenn man da mal guckt, da ist mittlerweile auch eine Anzeige, also 3,92 Meter, das geht im Moment noch. Ja, ich zeige euch jetzt mal noch eine Sache, für die ja, Neuwied bekannt kann man nicht sagen, aber die es tatsächlich nur so in Neuwied gibt. Also müssen wir jetzt immer wieder die Treppe runter. Ja, und das ist jetzt tatsächlich dann dieses Bauwerk. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist das? Haben die hier eine Mauer hingebaut? Ja, die haben wir. Das ist unser Hochwasserschutzdeich. Ja, dieses Ding schützt uns jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten vor Hochwasser. Das ist hier im Bereich der Innenstadt ganz normal als Mauer ausgeführt und geht dann ziemlich weit rund um die Stadt Neuwied, noch als wir das hier schon in der Ecke da hinten sehen könnt, als normaler Naturdeich. So sieht das Ganze von hier oben aus und wir gehen jetzt mal über den Deich in Richtung ja, dieses kleinen Deichmuseums, was wir da oben am Ende noch haben. Ja, und ihm hier haben wir das zu verdanken. Das ist der Bürgermeister Robert Krups.
Und ja, der war hier Bürgermeister von 1924 bis 1936. Und dieser Deich ist dann gebaut worden im Zeitraum von 1928 bis 1931, also in nur 3 Jahren. Ja, das würde man heute wahrscheinlich gar nicht mehr hinkriegen. Da würde man heute wahrscheinlich 15 Jahre für brauchen. Ja, ihr seht, man läuft hier schon gut 5 Minuten von einem Ende zum anderen. Strammer Gang. Oh, keine Ahnung, wie weit das jetzt sind. 2 Kilometer, 1 Kilometer, keine Ahnung. Gucken wir gleich mal oben nach. Wenn ihr jetzt mal hier rechts guckt, das hier alles ist dem Grunde nach bei Hochwasser und oh, da haben wir 1-2 Mal im Jahr mit zu kämpfen. Oder wäre dem Grunde nach bei Hochwasser alles weg. Ja, und irgendwo da oben hinter dem Baum, also irgendwo da so hinten in der Ferne, seht ihr eine Kirche oder einen Kirchturm. In der Regel kann man davon ausgehen, das Hochwasser ging dann bis da oben hin. Also praktisch hier die gesamte Fußgängerzone hoch. Und das dann auch mehrere Meter. Ja, wir sind jetzt hier an dem, ja, wir sagen immer Deichmuseum, aber Deichinformationszentrum. Und hier kann man das Ganze nochmal sehr schön erkennen. Also hier haben wir die Stadt Neuwied. Und der Deich fängt hier oben an der Wied an, als Naturdeich. Geht dann hier rum. Und ab hier vorne, da wo jetzt unser Standort ist, ist das Ganze als Mauer ausgeführt. Praktisch bis zur Rheinbrücke. Und ab da geht es dann wieder als Naturdeich weiter. Praktisch bis hierhin nach Engers. So, und wenn man hier mal sieht, diese blaue Linie, das ist ungefähr der überflutete Bereich beim Hochwasser 1926. Ja, die Frage ist, wie funktioniert das Ganze? Ich will da jetzt keine große technische Abhandlung drüber machen, aber wir haben über das Stadtgebiet verteilt eine ganze Menge an Pumpwerken. Ihr müsst euch ja vorstellen, der Rhein drückt ja nicht nur an der Oberfläche Wasser rein, sondern auch übers Grundwasser. Und dieses Grundwasser wird dann über riesige Pumpwerke aufgenommen und dann wieder zurück in den Rhein gepumpt. Wir haben verschiedene Deichtore in diesem Bauwerk drin. Und die werden dann ab einer gewissen Hochwasserstufe von der Feuerwehr dann geschlossen. So, hier sind wir jetzt mal am ersten Deichtor. Und hier kann man jetzt mal sehr schön an der Seite erkennen, wie hoch hier bei den Höchstständen das Wasser stand. Ja, also wenn man mal guckt, ja, ich bin jetzt ungefähr so auf dem Level, das ist ungefähr so meine Höhe, ne, 1,86. Und den Höchststand hatten wir ganz da oben im Dezember 93. Und das war noch höher als das Hochwasser am 1. Januar 1926. Na, ihr seht, ganz oben haben wir eine Pegelmarke von 10,50 Meter. Wir liegen jetzt ungefähr da draußen bei knapp 4 Metern. Und das ist also schon, ja, 6 Meter drauf, ist hier dem Grunde nach alles weg. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Wahrzeichen. Das ist hier auch fußläufig direkt 10 Meter daneben. Und das ist unser fürstliches Schloss in Neuwied. Ja, das haben wir hier. Aber das ist auch noch bewohnt von der Fürstenfamilie zu Wied. Und ja, wie man gerade aktuell sieht, ist auch das Tor geschlossen. Und da die Fahne oben weht, kann man davon ausgehen, es ist auch jemand zu Hause. So sieht das hier aus. Ja, man spricht im Grunde nach in Neuwied und auch in den umliegenden Gemeinden vom Neuwieder immer als von dem Scherjer. Ja, der Scherjer an sich, das war er hier. Man muss dazu sagen, wir liegen ja hier direkt in der Nähe der Eifel. Und der Bodenreichtum hier in Neuwied oder im Neuwieder Becken begründet sich auf BIMS. Und BIMS entsteht immer in der Regel da, wo viele Vulkane waren. Und die hatten wir in der Eifel
ja wirklich zuhauf. Das heißt, hier in der Gegend wurde immer sehr viel Bims abgebaut. Ja, dieser Bims musste dann natürlich irgendwo hier hinterm Deich auf die Schiffe. Und dazu gab es dann diese Hilfskraft, eben den Scheier. Und der Scheier ist dann mit seiner Karre hingegangen und hat dann diese Bimssteine auf diese Schiffe verladen. Naja, und ihm zu Ehren hat man dann hier ein Denkmal errichtet. Ja, ich gebe zu, das ist natürlich jetzt im Winter nicht in Betrieb. Sieht nicht schön aus, aber ja, und jetzt laufen wir mal wieder langsam Richtung Avanti. Und dann machen wir mal, mal gucken, wo wir dann Station machen. Gibt noch ein paar Dinge, die ich euch gerne zeigen wollte heute Morgen. Ja, hier vorne kommt dann auch gleich die Einfahrt zum einzigen Wohnmobil- oder Reisemobil-Stellplatz, den wir in Neuwied haben. Ich verlinke euch den mal unten in der Infobox. Da müsst ihr dem Grunde nach nur Yachthafen eingeben. Hier kann man so ein bisschen sehen, Wohnmobilstellplatz ist hier ausgeschildert. Ich fahre jetzt extra nicht rein, bin aber auch ehrlich, ja, der ist für eine Übernachtung ganz nett, aber für mehr auch nicht. Und man geht von hier aus eine gute halbe Stunde, bis man dann in der Innenstadt ist. Und das, ja, also zentrumsnah ist der jetzt nicht. Ja, wir sind jetzt am nächsten touristischen Highlight von Neuwied. Das ist der Neuwieder Zoo im Neuwieder Stadtteil Heimbach. Und ja, hier die Aufnahmen sind jetzt entstanden am Sonntag vor Silvester, also am, was haben wir heute, 29. Wir haben jetzt 12 Uhr und dieser Zoo ist jetzt trotz dieser Jahreszeit rappelvoll. Also die Parkplätze hier sind gut gefüllt. Und das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass sich der Zoo hier wirklich zu jeder Jahreszeit rentiert. Wir haben hier alles Mögliche drin von einem Affenhaus, wir haben Löwen, ein sehr, sehr großes Reptilienhaus ist hier auch noch mittlerweile gebaut worden. Und ja, das ist schon eine kleine Attraktion, ist meines Wissens nach auch der größte Tierpark zwischen Köln und Frankfurt. Und ja, wie gesagt, rentiert sich zu jeder Jahreszeit. Ja, und vom Zoo sind es dann auch nur 2 Minuten bis zur nächsten Attraktion. Aber dazu müssen wir erst ein bisschen durch den Wald. Ja, wir stehen jetzt hier direkt unterhalb des Clubhauses und ja, das nennt sich der Burghof. Ja, das war früher mal ein altes Gutshaus, ein altes landwirtschaftliches Anwesen und das wurde dann Anfang der 80er Jahre vom Golfclub Rhein-Wied übernommen. Ja, da ist hier unten im Erdgeschoss dann auch eine Gastronomie drin, das Clubrestaurant. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Also die beiden, Harry und Andrea, machen da einen wunderbaren Job. Super Essen. Und selbst wenn man kein Golf spielt, da kann man mal hin. Ja, und das ist ein Blick, der ist eigentlich mit Geld gar nicht zu bezahlen. Das ist der Blick von der Terrasse des Clubrestaurants über das 18. Grün hier direkt vor mir, runter ins Rheintal. Also man kann hier wirklich gucken bis Koblenz, bis zur Festung Ehrenbreitstein und dann rechts rüber, ja, bis weit in die Eifel. Also das ist schon irre, wenn man hier im Sommer sitzt. Vielleicht noch ein paar Daten zum Platz an sich. Paar 72, wir haben 18 Loch. Insgesamt eine Länge bei den Herrenabschlägen von knapp 5,5 Kilometer.
Das klingt jetzt für den Insider sehr kurz. Aber da das hier eigentlich mehr oder weniger so eine Berg- und Talbahn ist, ist man tatsächlich nach diesen 5,5 Kilometern auch ziemlich platt. Jo, hier vorne wollte ich euch auch noch zeigen. Da hat sich ein Mitglied von Avantia und Tour verewigt. Kennt ihr die da? Ja, da hatte sich Sonja tatsächlich mal im ersten Jahr ihrer Golfkarriere bei so einer Anfängerturnierserie übers Jahr als Jahresbeste dann irgendwie rausgerettet. Aber super gemacht. Und das hat ihr dann auch zu Recht diesen Platz da auf der Basaltstele eingebracht. So, und jetzt starten wir mal noch die Drohne. Jetzt zeige ich euch mal noch gerade ein bisschen den Platz von oben. Und dann nutzen wir das schöne Wetter und fahren noch zur nächsten Attraktion. Hier unterhalb der Burg Altwied machen wir mal einen kleinen Stopp mit unserer Rundreise rund um Neuwied. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Schönheiten oder ein paar Attraktionen zeigen. Wenn ihr mal hier im Mittelrheintal seid, macht einfach mal Station. Und ich beam mich jetzt mal wieder zurück zu Sonja und dem Rest. Also, bis gleich.